Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal der Blaulicht- und Oldtimer-Freunde Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Ja, lange haben wir von uns nichts hören lassen, nichts Neues eingestellt, keine passenden Ideen gehabt, außerdem gesundheitlich ein bisschen eingeschränkt und wir hatten hier mit unserer Sammlung ja auch jede Menge zu tun, neue Sachen einzusortieren, umzubauen und so weiter und so fort. Ja, und wie gesagt, dann fehlt natürlich die Zeit für irgendwelche Filme. Ja, wie dem auch sei, wir haben neue Sachen bekommen für unsere Sammlung. Ganz großes Kino. Ist zwar jetzt nicht atemberaubend, aber immerhin, wir haben aufgrund, dass man an uns mal wieder gedacht hat, ja, 4 Computer bekommen. Ich sag mal jetzt nicht Personalcomputer, sondern nur Computer. Davon, von diesen 4 Stück, 3 Stück aus ehemaliger DDR-Produktion. Zum einen ein KC-85-3 vom VEB Mikroelektronik Mühlhausen. Dann haben wir noch einen sogenannten Big Bildungscomputer 5105 sowie einen A1715 Computer bekommen. Und der 4., den wir gekriegt haben, der ist vom BBKF, sag ich immer, vom bitterbösen Klassenfeind. Das ist ein Commodore 3032, den wir aber hier nicht behandeln werden. Ja, wir werden auch nicht alle behandeln können. Wir fangen heute mal einfach an mit dem KC-85-3, den wir bekommen haben, der auch relativ gut erhalten gewesen ist. Wir mussten natürlich das Übliche wieder machen, Sicherungshalter wechseln. Dann hat einer versucht, das zeigt dann auch, was das ist, in den Modulschacht dort ein Modul, naja, nicht drin zu stecken, mehr drin zu kloppen. War eine Halteleiste defekt gewesen. Aber das waren kleine Sachen, das konnten wir selber regeln. Die beiden anderen Robotron-Geräte, also der BIG und der A1715, sind noch zur Reparatur, obwohl ich gerade erfahren habe, ganz herzlichen Dank, Andreas, hier vom Robotron-Forum, für deine Nachricht. Ja, man sieht mich wieder lachen. Er macht das Ding am Wochenende fertig und geht dann am Montag in die Post, der Big. Ja, ganz großes Kino, muss ich auch dazu sagen. Also, wir trauen uns ja eine ganze Menge zu hier. Nee, Löcher bohren, stemmen, Bretter sägen, ach, weiß der Teufel, was alles Mögliche. Nee, so ein bisschen Elektronik, ja, geht auch noch. Wir reparieren ja einige desolate Geräte, die wir hier kriegen, gerade von RFT, Sternrekorder und so weiter und so fort. Das ist nicht so der absolute Hit. Da, wo man es natürlich nicht so rantrauen, das ist alles, was irgendwie mit Schaltkreise und so weiter zusammenhängt, weil uns fehlen natürlich auch die entsprechenden Messinstrumente. Und mit einem Prüffix und einem Multimeter, ja, kann man zwar einige Sachen machen, aber leider nicht alle. Ja, Andreas, ganz großen Dank hier schon mal im Voraus von unserem gesamten Team. Ja. Und natürlich wegen Andreas, ja, nenne natürlich auch dem Sven unseren ganz herzlichen Dank. Ja, der hat sich ja um die Floppy-Laufwerke gekümmert und so weiter. Ja, wie gesagt, also noch können wir nicht vorstellen, machen wir in der nächsten Sendung. Der gleiche auch für den A1715, der auch noch leichte Probleme macht. Den können wir auch noch nicht vorstellen, aber der KC-85-3 läuft mit kleinen Einschränkungen. So, und bevor ich es wieder vergesse, erstmal herzlichen Dank an die 1730 Abonnenten. Halt, Moment, einer ist wieder abgesprungen, 1729 Stand heute. Ja, gestern waren es 1730, heute 1729. Ein Fahnenflüchtiger muss immer sein. Bleibt nun mal nicht aus. Ja, wie gesagt, kleinet Meckel haben wir, was uns nicht ganz so gefällt.
wir haben hier hinten, zeig mal hinterher noch, eine unserer Baustellen zu stehen, ein Schwarz-Weiß-Fernseher, Kombi-Vision, wunderschön, wurde auch repariert in Strausberg. Da war ein Netzteil kaputt gewesen, mehrere Kondensatoren, Schalttransistor und so weiter und so fort. Wurde repariert, wir haben das auch an den KC853 angeschlossen, ganz große Kino und auf einmal stank das mörderisch nach Essig. Ja, wer ein bisschen Ahnung hat, wie es Essiggeruch aus dem Fernseher ist, meistens der Zahntrafer und so weiter. Oh. So, jetzt ist es nicht so, da kann man nicht irgendwo, was ist ecke, in den nächsten Mediashop gehen oder sonst irgendwas oder dort irgendwo bestellen. Ja, diese Zahntrafos gibt es nicht mehr. Es gibt maximal noch aufgearbeitete, aber die, die das aufarbeiten, diese alten Zahntrafos, ja, die sind mit Aufträge zurzeit total überlastet. Also wir haben jetzt zwei gefunden, die das machen könnten. Ja, das Problem ist natürlich, da müsste jetzt der Zahntrafer ausgelötet werden, dorthin gesendet werden, ja, dann repariert, dann wieder hierher, dann müsste der wieder eingelötet werden und. Also ein ganz schöner Aufwand. Da erinnert mich so ein bisschen an DDR-Zeiten. Ne? Stoßdämpfer vom Trabi kaputt, ne, ja, bringen Sie zwei hierher, können Sie zwei regenerierte wieder mitnehmen. Ja, bloß, damals ging das, heute alles. Na gut. Wie gesagt, es ist nicht leicht. Ja, was wollen wir eigentlich heute überhaupt machen, außer mein dämliches Gequatsche hier? Wir wollen so ganz kurz euch mal den KC853 vorstellen. Du wirst natürlich eigentlich sagen, oh Gott, Mensch, da gibt es doch tausende von Videos, angefangen von... ich sage überhaupt nichts, ich zeige euch ein buntes Bild mit irgendwelchen Spielchen drauf, bis hin zu solchen Sachen wie, oh, wie packe ich das Ding aus, wie schalte ich das ein und so weiter. Alle Kinderkacke. Wir sind wohl nicht die Fachleute, dass wir jetzt hier einen wissenschaftlichen Film über den KC853 euch bieten können. Wir können euch nur sagen, wie wir uns das angenommen haben. Ja, das ist ja Jahre her. Dann gibt es natürlich noch die zweite Kategorie von Leuten, die sagen, ey, diese olle Scheiß Osttechnik, der Commodore, C16, C64, C128, der Amiga, die haben doch das viel besser gehabt, die hatten viel größeren Speicher und da gab es eine Floppy mit dazu und da gab es das mit dazu und so weiter und so fort, alles richtig. Wir sind aber nun mal eine DDR-Sammlung, ja, also überwiegend DDR. Und da gehört natürlich der KC853 mit dazu. Ja, warum ich das vorhin mit dem Fernseher sagte, wenn ich euch schnell das Ding hier vorführe, wir haben da jetzt einen Flachbildschirm dran. Ja, den kleinsten, den wir gefunden haben natürlich. ja, ist auch ja nicht so leicht. Wir wollten eigentlich so einen kleinen 17 Zoll VGA-Monitor anschließen. Ja, da ist das Problem, dass das Ausgangssignal vom KC85 nicht reicht, um den VGA-Eingang, der kleine Monitor hat nur VGA, reicht vom Prinzip her nicht aus. Da haben wir jetzt uns ein Modul bestellt. Ja, müsste morgen, übermorgen mit der Post kommen, wissen wir noch nicht so. Ja, also übermorgen ist Quatsch, sondern eine sehr gute Zustellung. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt es am Montag. Ja, und dann geht es weiter ans lustige Basteln. Gut, vielleicht noch eins ganz kurz dazu, weil ich sagte, man hat mal an uns gedacht. Mit diesen Computern erstmal nochmal ganz herzlichen Dank in Richtung Insel Rügen an meinen Namensvetter, den Christian. Ja, ganz große Kino, ganz tolle Sache, ja, dass du da an uns gedacht hast. Hier von dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. So, nun würde ich sagen, genug hier schwabbelt und genug hier brabbelt. Fangen wir mal am besten an. Ja, was natürlich in dieser riesen Sammlung mit drin gewesen ist, die wir da aus Rügen abgeholt haben, um genau zu sein, aus der Stadt, der Gemeinde Bern auf der Insel Rügen, da war unter anderem dieses dolle Buch. Ja, wir haben ein großes Ding hier, erstaunliche Computerwelt. So, dann wird jeder sagen, naja, was soll denn der Quatsch?
Das ist DDR-Literatur. Ja, 1988 hat der gute Gerhard Selzer seines Zeichens diese Buch geschaffen, und zwar speziell für Kinder und auch Jugendliche, um diesen die Welt der Computer nahezubringen. Wo wird er sagen, naja, mein Gott, heutzutage gehe ich zum Minimax, kauf mir so ein Ding, schaltet ein und freue mich und habe Windows 10, 11, 12, 13, ist der Kuh, was das alles gibt, oder Linux von mir aus drauf. Da brauche ich kein Buch. Damals war das noch nicht so mit den Computern. Ja, geh da mal schnell in den Laden, kaufe, mache, tue, setze mich hin. Die Technik, was ich immer ganz ehrlich sagen will, ist natürlich ein bisschen anders wie die heutige, ich sag mal jetzt, Handy-App-verwöhnte Jugend. Ja, es gibt bestimmte Sachen zu beachten. Ja, und nicht umsonst hat man, ich meine, gibt es heute natürlich auch für die Computer, die man zu kaufen kriegt, aber ich sag mal so, es gab nicht umsonst hier extra Handbücher. Ja, haben wir auch mitgekriegt. Allerdings für einen KC85-4 macht der Sache aber keinen Abbruch, weil die meisten Sachen aufwärtskompatibel sind, beziehungsweise wenn es Einschränkungen gab gegenüber dem KC85-3, dann ist das hier teilweise drin mit vermerkt. Ja, sind Kleinigkeiten, aber die Befehle an sich selber sind ein und dasselbe. Kleine Unterschiede gibt es nur in der Befehlzeile, im sogenannten Chaos. Ja, also wir haben hier auf unserem, das hat nichts mit meiner Ordnung hier zu tun im Hintergrund, das Chaos. Ansonsten nennt sich das eigentliche Betriebssystem. Ja, wenn man den KC85 eingeschaltet hat, dann haben wir das Chaos in 3.1 drauf. Und der KC85-4 hat dann Chaos 4.1, 4. noch irgendwas. Ja, hat ein paar mehr Befehle. Ja, macht der Freude aber keinen Abbruch. Und das zweite Buch, was auch relativ wichtig ist, das ist, man sieht es hier unten, Basic. Ja, Basic ist nämlich, ich sag mal immer, das zweite implantierte Betriebssystem in dem KC85-3. Ja, wurde der überhaupt hergestellt? Ja? Ich kann es im Vorspann schon verraten. Der ist mal nicht von Robotron, sondern der ist vom VEB Mikroelektronik in Mühlhausen. Ja, so. Wenn ihr wissen wollt, wo Mühlhausen liegt, einfach mal Tante Google fragen. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber man soll das selber rauskriegen. Und ja, wie gesagt, fangen wir jetzt nochmal an mit der Vorstellung. So, ich sagte ja schon, Vorstellung. Hier unten, ich hoffe, das sieht man, ich schiebe mal hier ein Stück zur Seite, das ist das Grundgerät KC85-3. Ja, es gab noch Zusatzgeräte, unter anderem auch eine Floppy-Station, Controller, es gab noch ein extra Gehäuse, wo man nochmal 4 Modul-Einschubschächter hatte. Also, wie gesagt, man konnte es aufbauen. Wir sind zufrieden, das war wirklich für einen angenehmen, super Preis. Ja, hätte ich mir nie träumen lassen. Das Grundgerät gekriegt haben. Und dazu bereits schon eingeführt hier, oder eingeschoben, 2 Erweiterungsmodule. Ja, unter anderem hier im Schacht 8 ein Expander-RAM. Und im Schacht C haben wir ein 64 Kilobyte RAM mit der Bezeichnung M011. Sind wir ganz stolz darauf. So, hier oben sieht man das, unser toller Flachbildschirm. Geht nicht anders. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch die wunderschöne Tastatur, wie unschwer zu erkennen ist. Natürlich nicht zu vergleichen mit heutigen Tastaturen, obwohl der Aufbau ist eigentlich fast ein und dasselbe. Ja, nur eben etwas gewöhnungsbedürftig. Unter anderem das kleine Ding hier, dieser kleine Pinolek, das ist die Enter-Taste. Ja, was haben wir noch? So schön. Dann haben wir hier noch ein LCRC-Data. Ja, das ist ein spezieller Datenrekorder. Ich habe 2 Ausführungen von RFT. Einmal ein
der geeignet gewesen ist zur Musikwiedergabe. Und es gab einen, den wir hier haben. Also wir haben eigentlich zwei. Hier unten steht noch der zweite. Da danken wir auch noch dem Uwe vom RFT-Forum, dass er uns die Dinger repariert hat. Wie gesagt, das sind spezielle Datenrekorder, wo man Daten mit aufnehmen kann, aber auch Daten abspielen kann. Ja, das war jetzt so das Grobe gewesen. Was man noch braucht, das ist ein 5-poliert Dionenkabel, also kein Überspielkabel. Wer sowas nicht hat, hat sich jetzt das Ding irgendwie besorgt, auf dem Dachboden gefunden oder sonst irgendwas, hat jetzt keine Datasette. Man kann auch einen handelsüblichen oder damals handelsüblichen Kassettenrekorder nehmen. Ja, geeignet sind zum Beispiel die Kassettenrekorder Sonet, Sonet 77, Anet. Ja, ich fahre mal hier so ein bisschen rüber, dann kann man das mal so sehen, so ein bisschen. Ja, vorne, da steht unser Anet, dahinter der AAE80, das ist der schwarze Kasten, und dann zweimal die R160 Sternrekorder. Ja, die sind nicht so geeignet, weil die der Ausgangspegel ist ein bisschen zu schwach. Das haben wir schon ausprobiert, das funktioniert nicht so richtig, aber hier vorne mit dem Anet, was wir haben, da würde es super funktionieren. Und da brauche ich dann auch nur ein 3-poliert Diodenkabel. Ja, warum jetzt hier 5-polig? Auch relativ einfach. Ich mache vom Prinzip her die Datasette. Ja, bezeichnen wir es mal so, Datasette. Startklar. Gebe hier, zeige euch auch noch ganz kurz hinterher, den Befehl Load ein, ja, drücke auf Enter und die Kassette fängt an zu laufen. Wenn das Programm geladen ist, ordnungsgemäß und alles, hört ihr automatisch auf. Das macht der Kassettenrekorder natürlich nicht, weil der kriegt nicht dieses Schaltsignal. Ja, ja, das ist der ganze Hintergrund. Was haben wir noch so Schönes hier? Noch ein Modul, und zwar das Modul 001, digital, in und out. Und das Schönste ist, da haben wir uns echt gefreut. Ja, das Ding hat so, ja, hier so ein Abziehbild, sag ich mal. Das ist ja kein Aufkleber, das ist ein Abziehbild. Also so ein Wasserbild, oder wie man dazu sagt. Aber Abziehbild wäre schon richtig. Eigentum des Volkes, nicht? Mit Inventarnummer. Ganz große Kino. Ja, wie gesagt, nochmal schönen Dank nach Bergen auf der Insel Rügen. So, wir haben unseren KC85 schon mal eingeschaltet. Ja, wir haben unsere Datasette im Betrieb. Das erkennt man hier an der rot leuchtenden LED. Ja, ganz kurz zu den Bedienfeldern. Hier hinten haben wir die Ein- und Ausschalttaste. Daneben die Betriebsanzeige in Form einer roten LED. Dann haben wir eine Reset-Taste. Dann haben wir die Anzeigen, die drei Stück hier, für den ROM, RAM und IRM, das ist irgendwie Bildspeicher oder so. Dieser kleine Pinolik, ich hoffe, jetzt sieht man, jo, das ist der Anschluss für die Tastatur. Das geht über einen 3,5 mm Klinkenstecker. Beim KC85-4, dem Nachfolger, hat man das schon anders gelöst und hat das dann praktisch über eine sogenannte Diodenbuchse gemacht. Dann haben wir hier eine LED, die jetzt nicht leuchtet, und das ist so gut so. Diese LED zeigt uns an, wenn wir entweder Daten überspielen, ja, also praktisch ein Programm laden, oder aber vom PC ein Programm oder was wir selber geschrieben haben, dann praktisch auf Datasette speichern wollen. Und das hier hatte ich ja vorhin schon gezeigt, das ist der Anschluss praktisch für unsere Datasette, das 5-polige Diodenkabel, was übrigens noch original DDR ist. Irgendwo war hier noch so gar noch der Aufkleber, oder besser gesagt die Markierung. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Das ist also wirklich original noch DDR. Das schwarze Ding brauchen wir hinterher noch. Kann ich euch noch einen Trick zeigen, wie wir uns das hier selber angenommen haben. Ja,
ganz kurz noch zu den Kassetten. Das sind also damals handelsübliche Orwo-Audiokassetten, sogenannte Eisenkassetten zu erkennen am FE. Es gab auch Chromdioxidkassetten, ja, also nicht bloß im Osten, ja, sondern im Westen. Ne? Die sind aber nicht so geeignet, weil dort ist das Magnetband etwas dünner und es besteht die Möglichkeit, dass falsche Handhabung oder sonst irgendwas das Band relativ schnell knittert. Kann natürlich bei den Eisenkassetten auch passieren, ja, oder Eisenbändern besser gesagt, muss aber nicht. Ja, und was wir noch so haben, ohne interessante Sache, die DDR-Fernsehgeräte hatten ja keine SCART-Buchsen oder, ach, weiß der Kuh, weil es gibt hier Cinch und so weiter und so fort. Und da hat man einen Umrisssatz entwickelt im VEB Mikroelektronik in Mühlhausen. Das ist ein RGB, Rot-Grün-Blau, Einbausatz für die Farbfernsehgeräte der Marken Colotron, Coloret, also auf jeden Fall die gesamte 6000er-Serie, wo man diese Teil einbauen konnte. Interessiert uns erstmal nicht, war rein informativ, können wir mal wieder ein bisschen annehmen, dass wir was haben. So, nun kommt natürlich immer die große Frage. Ja, hier leuchtet eine LED in dem Modul und hier nicht. Jetzt haben wir da oben, ich fahre mal hier so ein bisschen hoch, ich hoffe, das sieht man. Ist praktisch jetzt das Grundprogramm. Man sieht es oben, HC Chaos, die Version 3.1, sagte ich ja schon. Der KC854 hatte da eine andere Version drauf, sogar mit 4.1 oder so. Wir sehen vorne, ich sage mal, das Prozentzeichen, ja, beziehungsweise, prompt kann man dazu auch sagen. Alles, was dahinter sind, sind irgendwelche ausführbaren Befehle, Programme etc. Wir haben oben Basic, dann Switch, Jump, Menü und so weiter und so fort. Ja, wozu das noch alle gut sein soll, ja, alles haben wir noch nicht ausprobiert, müssen wir ganz ehrlich sagen. Für uns wichtig der Befehl Load, ja, und der Befehl Switch. Switch, ja, hat nichts mit der Sendung, Fernsehsendung Switch zu tun. Ich weiß ja nicht, ob ihr die überhaupt noch habt. Switch, Schalter, einschalten. Ja, naja, und jetzt wollen wir mal gucken. Wir wollen ja dieses 64K-Modul wollen wir ja einschalten, ne? So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ja, ich halte mal so ein bisschen hoch hier auf dem Bildschirm. Ich hoffe, das sieht man. So, was ich jetzt mit der Tastatur mache, das könnt ihr eigentlich hier auf dem Bildschirm sehen. Ich mache ja nichts anderes. So, wir geben einen den Befehl Switch. Wichtig ist immer hinter den einzelnen Befehlen ein Freizeichen. So, nun kann ich natürlich die Enter-Taste drücken und sagen, jo, mach mal. Dann zeigt er mir ein Vorhol, weil er weiß ja nicht, was er überhaupt einschalten soll, weil wir haben ja verschiedene Sachen in der ganzen Sache drin. Nun sagte ich ja, das Modul, was nicht leuchtet, befindet sich im Schacht C. So, da sage ich einfach C. Wenn jetzt im Schacht A ein Modul drin ist, was ich einschalten will, dann schreibe ich natürlich nicht C, sondern 8, ist klar. Wenn ich diesen Aufbausatz noch habe, wo noch 4 zusätzliche Schächte praktisch zur Modulerweiterung drin sind, dann muss ich natürlich dort jeden einzelnen Schacht auch ansprechen. Ja, geht nicht anders. So, nun haben wir, jetzt weiß er zumindest erstmal schon, ich muss irgendwas mit Schacht C machen. Ja, aber was soll ich denn damit machen? Hey, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Eins ist einschalten, aber weder lesen noch schreiben. Zwei, also B schreiben, nee. Ich meine damit nicht irgendwelche Persönlichkeiten der Regierung, sondern ja, die zwei, das wäre dann praktisch nur lesen von diesem Modul. Drei ist einschalten, lesen und B schreiben. 43, das ist, glaube ich, irgendwas, wo man Adresse oder eine Adresse
zuordnen kann und so weiter und so fort. Wir wollen einfach mal einschalten, also nehmen wir die 3. Es gibt natürlich welche, die schreiben dann 0C03. Ist vom Prinzip her Banane, haben wir schon ausprobiert, brauchen wir nicht. So, und jetzt drücken wir mal einfach die Enter-Taste und sehen eine neue Zeile. Der sagt uns jetzt, jawohl, das Modul F6 im Schacht C ist eingeschaltet und arbeitsbereit. Jo, mehr ist er nicht. Oh, und jetzt fahren wir ganz kurz nach unten. Und jetzt sehen wir, eingeschaltet. Die LED brennt oder leuchtet. Brennt tut ein Haus, die leuchten. Ne? So, das war jetzt schon, ja, ich sag mal, der erste Befehl, den wir jetzt abgearbeitet haben. So, nun wollen wir mal gucken. Ein Programm LAN. Ja. Dann gehen wir einfach hier ein. LOAD. So, passiert erstmal noch gar nichts, weil wir machen jetzt unsere Datasette, die jetzt hier unten steht. Fahre ich jetzt nicht extra rum. Da haben wir schon die Taste Play gedrückt und da passiert erstmal noch gar nichts. Warum nicht? Weil die Datasette wartet noch auf den Befehl, ich muss jetzt arbeiten. Ja, wäre für manch Ehen auch ganz ratsam, so ein Signal. Aber wir drücken einfach die Enter-Taste und sehen schon, aha, irgendwas tut sich. Der Cursor ist weg, steht nur noch LOAD. So, jetzt mache ich mal so eine kleine Sappelpause. Und wir sehen, hier unten leuchtet jetzt die gelbe LED, ja, hier, das heißt, es kommen jetzt irgendwelche Signale rüber und auf dem Bildschirm tut sich auch was. So, wenn wir das mal hier so gucken, da steht der Programmname, das sind Adressen, ja, also keine postalischen Adressen, sondern Adressen, die im Computer drin sind. Und das, was da drunter ist, diese 02 mit diesem Häkchen und alles, das sind Datenblöcke, die in den Computer eingelesen werden. Und bis jetzt sieht das gut aus. Kritisch wird das dann immer, wenn er zwar eine Zahl anzeigt, aber dahinter ein Sternchen. Noch kritischer wird das, wenn er das nicht nebeneinander anzeigt, sondern von oben nach unten. Dann ist irgendwo, dann stimmt was nicht. Ja, entweder man hat ja, ein ungeeignetes Programm gefunden, was eigentlich für einen ganz anderen PC geschrieben ist, oder ja, wenn man eben dieses Sternchen hat hinter der 02 als Beispiel, dann besteht die Möglichkeit, dass der Tonkorb verschmutzt ist oder die Kassette selber irgendwie einen Defekt hat, muss man dann versuchen rauszubekommen. Tonkorb, wie gesagt, ein Wattestäbchen, die ja nicht mehr offiziell lebt, ja. Und ein bisschen, ja, Spiritus oder irgendwas. Und dann ganz hart das Ding abreiben. Also den Tonkopf. Ne? Gut, hatten wir, glaube ich, irgendwo bei RFT-Geräte hatten wir das schon mal beschrieben. So, das sieht natürlich ganz lustig aus. So, jetzt wird er gleich oben weiterschreiben. Ne. So. Jetzt passiert hier ja nichts. Dazu muss ich immer sagen, das gibt verschiedene Programme, je nachdem, wie sauber das programmiert wurde. Und es gibt selbststartende Programme und es gibt Programme, die man aufrufen muss. So, heute würde man da zweimal anklicken, sich freuen, zack, wäre da. War damals nicht ganz so gewesen. Wir haben jetzt hier unser Programm Amadeus. Und ja, wie wir sehen, startet das nicht selber. Er hat es wunderschön geladen, das sehen wir an der letzten Ziffer da, FF. Ja, hat nichts mit der Zeitschrift FF dabei zu tun, sondern ist, dass er vom Prinzip her das Programm vollständig geladen hat. So, jetzt machen wir Folgendes. Da haben wir hier, haben wir ja unsere Befehle und da haben wir, was die Frauen immer sagen, Menü, als Mülleimer runtergebracht. Das ist mir jetzt gerade bloß so blöderweise eingefallen. Also, Menü. So, dazu muss ich mal ehrlicherweise sagen, die erste Zeit haben wir immer auf die Reset-Taste hier gedrückt. Hat auch funktioniert, ja, ist aber nicht so das Wahre. Also, jetzt sehen wir einfach mal ein Menü.
Hallo. Da seht ihr und drücken die Enter-Taste. So, jetzt baut sich das komplett neu auf. Und wir haben da oben jetzt zu unseren eigentlichen Befehlen ein A und dann Mozart zu stehen. Ja, ich hoffe, das sieht man. Schöne Sache. So, jetzt gehen wir unten einfach mal, da wo jetzt der Cursor ist, Mozart ein. Mozart. Sollte man möglichst genauso schreiben, wie es oben steht. Ne? Drücken wir die Enter-Taste. So, und haben jetzt die Software. Wunderschön. Jo, ganz großes Kino. Dauert jetzt eine ganze Weile. Ja, man kann jetzt auch nicht irgendwie vorspulen oder was, das ist ja kein Video. Also, das, was wir hier machen, ist schon ein Video. Wir könnten das jetzt kurz anhalten und dann euch das Endprodukt zeigen. Ja, aber damit ihr auch mal seht, so war damals die Schrift gewesen. Ja, alles in 8-Bit. Ja, Pixelgrafik nannte man das. Wunderschöne Zeit, wenn man so zurückdenkt. Ja, 1988, 89, 90, wo denn die ersten Computer, sag ich mal, jetzt auch für den Privatbereich zur Verfügung gestellt werden konnten. Ja, und ja, ist schon eine schöne Sache, wenn man sich so zurückerinnert. Schon mal, das Ladegeräusch der Datasette, ganz große Kino. So, jetzt haben wir auch mal so ein bisschen die Grafikfähigkeit. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit heutigen PCs. Ja, da weiß man immer nicht, wenn man da so ein Ballerspiel sieht, ist das jetzt ein Video oder ist das ein Spiel? Wie gesagt, 8-Bit-Grafik, ja, und super top. So, jetzt wollen wir euch mal zeigen, dass das Dude Dial kann auch... Oh, da muss ich erstmal ein bisschen noch lauter machen. Wo habe ich denn jetzt die Fernbedienung hier gelassen? Da ist die Fernbedienung. Ja, die brauchen wir, weil der gute... KC85 hat zwar so ein Pizzo-Filter drin, aber das ist sowas von leise, da glaubt man nicht. So, und jetzt drücken wir einfach mal F. Und schon hören wir, er kann auch Melodien abspielen. Ja, also ganz großes Ding. Lüften wir auch mal das Geheimnis, warum hier ein etwas neueres Gerät steht. Ist jetzt keine Werbung. Das Ding ist von Acer. Ist, glaube ich, um die 8, 9 Jahre alt. Zum Wegschmeißen war zu schade gewesen. Zumal das auch ein schöner kleiner Bildschirm ist. So, nun besteht ja immer die Frage, gibt es denn für diese alte Technik überhaupt noch Programme und wo kriegt man die her? Ehe wir jetzt alles im Einzelnen aufzählen, also es gibt mindestens 3 Seiten, unter anderem vom KC-Club, ja, wo man sich kostenlos Programme runterladen kann. So, jetzt ist das Runterladen, ist das eine. Jetzt muss ich ja irgendwie diese Programme, die ich habe, entweder auf meine Datasette kriegen oder direkt in den KC85 3 bzw. 4. Dazu gibt es unter anderem dieses Programm, kann man sich ebenfalls im Internet runterladen, Kassettentransfer bezeichnet und die offizielle Bezeichnung ist KC Luard, also Kaufmann, Cäsar, Ludwig, Otto, Anton und Dora KC Luard. Das sieht dann so aus, wir haben hier, ich will jetzt nicht im Einzelnen so vorstellen, ja, immer haben wir Laden von Kassette und immer Speichern auf Kassette. So, ganz große Ding. Was wir brauchen, das ist unbedingt eine Soundkarte. Dann irgendwie ein entsprechendes Kabel. Wir haben hier einen 3,5 mm Klinkenstecker drin, der dann übergeht auf einen 5-Polien Diodenstecker. Ja, man muss hier nicht groß was einstellen oder sonst jetzt anderes. Ja, bei der Lautstärke ja, muss man ein bisschen experimentieren, weil die Soundkarte selber hat ja auch nochmal eine Verstärkung. Ja, wie gesagt, muss man ein bisschen experimentieren. Wir haben mal einfach ausprobiert, die Lautstärke zwischen 4 und 7 funktioniert. Dann allerdings die Lautstärke von der Soundkarte so abgesenkt auf, ja, das war irgendwann zwischen 65 und 70%. Und dann funktioniert das. So,
wie sieht das Ganze nur aus? Speichern auf Kassette. Muss ich eine kleine Weile warten. Ja, der ist natürlich auch kalt. So, jetzt haben wir uns hier schon verschiedene Programme. Ich hoffe, jetzt sieht man. Ist natürlich ein bisschen tricky hier. Aber ich hoffe, jetzt sieht man. So, da haben wir unter anderem Amadeus. Das ist das, was ich euch da vorhin gezeigt habe. Hier den ollen Mozart. Andante, verschiedene Programme. Ja, also wir haben das auch nochmal unterteilt in Anwender, EDP, Grafikprogramme und so weiter und so fort. So, dann sucht man sich das Programmchen aus, hier, was man da unbedingt mal laden will. Und dann gibt es jetzt Folgendes. Und das ist der ganze Witz an der Sache. Ich muss vorher im KC85 über die Tastatur einnehmen. Load. Da kann ich schon die Enter-Taste drücken. Und erst dann hier OK. Natürlich vorher das Kabel eingetüdelt hier. Und wenn das alles ist, dann leuchtet auch das gelbe Lämpchen, also die gelbe LED. Und dann ist die ganze Sache schick. So, das ist jetzt der eine. Wer sowas nicht haben will oder sonst den anderen, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Das ist das gute Dial hier. Load 85. Ja, gleiches Prinzip. Datei auswählen. Dann hat man hier oben die Schiene. Hier, wo diese Dreieck ist, ist ganz klar. Play. Hat nur den kleinen Nachteil. Hier kann man nur in zwei Dateiarten hochladen. Und zwar immer die Tape-Dateien und immer die KCC-Dateien. Was das jetzt im Einzelnen ist. Also KCC sind irgendwie die Programme, die man praktisch im Chaos laden kann. Dann gibt es noch KCB. Dazu muss man dann wieder ins Basic gehen. Ja, da zeige ich euch vielleicht mal irgendwann im zweiten, dritten Teil. Jetzt wollten wir euch erstmal zeigen, wie das im Groben funktioniert. So, unser Jutta Amadeus Mozart aus dem Köchelverzeichnis 294 dudelt noch vor uns hin. Oder vor sich, nicht vor uns. Ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen kleinen Spaß gemacht. Ja, mit Spaß meinen wir natürlich nicht, dass wir euch hier bespaßen wollten. Worum ging es uns überhaupt hier? In dem Filmchen wird jetzt natürlich die Frage kommen. Uns ging es eigentlich darum, euch einfach mal zu zeigen, dass alte Technik nicht immer schlecht sein muss. Ja, dass gerade auch alte Technik erhaltenswert ist und wir uns persönlich darüber freuen, wenn wir hier Besucher haben und ja, das läuft ganz gut in der letzten Zeit, wenn wir denen auch mal das vorführen können und wo wir uns dann drüber freuen, wenn einer sagt, na darf ich mich auch mal hier hinsetzen und da mal, klar, kann er, darf er, kann er, ja, haben wir die Möglichkeiten dazu. Ja, wenn unser Bildungscomputer noch kommt, ja, dann ist natürlich noch ein bisschen mehr Freude. Und wenn wir den dritten dann auch noch haben, ja, wir haben so ja das geschafft, unseren guten alten Robotronendrucker hier, einen K6313, wieder zum Laufen zu kriegen, ja, inklusive den Kassetten. Kommen wir mal auch irgendwann zu, wenn da Interesse besteht, ja, wie wir das geschafft haben, eigentlich. Darf man ja keinen erzählen. Gut, auf jeden Fall, das Ding läuft, der steht hier unten, zeige ich jetzt noch nicht. Ja, wie gesagt, wenn noch Fragen, Hinweise und so weiter sind, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Würden wir uns natürlich drüber freuen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wir überlegen, ob wir vielleicht noch einen zweiten Teil machen. Müssen wir mal kicken. Wetter ist ja auch nicht allzu schicki. Ja, wir haben heute hier 7 Grad. Dauerregen. Ja, und das in Ostbrandenburg. Aber was soll's? Können wir wenigstens die Zeit nutzen, in unserer Kleinsammlung noch ein bisschen was zu machen. Gut, bis dahin. Bleibt gesund, munter, lasst euch nicht ärgern. Ja, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Blaulicht- und Oldtimer-Freunde Märkisch Oderland.